Aus meiner Sicht das Buch von Oswald Mühlmann, Die Nähe zur geistigen Welt, 1957 bis 1964. Die Wirklichkeit kann aus den Träumen unterschiedlich gedeutet werden. Vorherrschend ist dabei die Meinung, dass sich aus den Träumen die innere Wirklichkeit der träumenden Person interpretieren lässt. So können sich in den Traumbildern Gedanken und Gefühle widerspiegeln, die die Person vor allem als Kind durchlebt hat und an die sie sich bewusst nicht mehr erinnern kann. Aus dieser Perspektive lässt sich die Koinzidenz ziemlich einfach erklären. Ich musste wohl als Kind das Bild von Georg Weidlaner in der kleinen Kapelle gesehen haben. Das Bild hatte sich mir dabei so tief eingeprägt, dass es mir auch im Traum erschien. Es war nichts anderes als eine Art Wiedererinnerung an ein vergessenes Kindheitserlebnis. Obwohl ich mich gut daran erinnern kann, die Geschichte meines Vaters von der weißen Gestalt auf dem Reiterhof als Kind gehört zu haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das Gesicht von Georg Weidlaner niemals vor meinem Traum von dem spinnenden Mann gesehen habe. Wenn dies tatsächlich der Wahrheit entsprach, wie war dann die Koinzidenz möglich? Auf diese Frage versuchte ich mir eine Antwort zu geben. Ich dachte mehrere Stunden darüber nach, bis ich plötzlich eine ganz einfache Erklärung dafür fand. Die einfache Antwort auf meine Frage hieß, dass es der Verstorbene selbst war, der mir im Traum erschien. Damit kam eine andere Perspektive ins Spiel. In ihren Träumen begegnen den Menschen nicht die verdrängten Erinnerungen aus ihrer Kindheit, sondern Erscheinungen aus der geistigen Welt. Wenn dies sich aber so verhielt, stellte sich für mich eine nächste Frage. Was wollte der vor über 150 Jahren verstorbene Georg von mir? Diese Frage ließ mich den ganzen Tag nicht los. Sie war mir auch sehr gegenwärtig, als ich mich erneut mit Bernadette traf. Dieses Gespräch verlief sehr beklemmend, weil ich keinen Weg fand, sie zu trösten. So kam ich auf den Gedanken, ob vielleicht Georg mir dabei helfen könnte, Bernadette von ihrer inneren Qual zu erlösen. Ich nahm mir vor, mit ihm darüber zu sprechen. Tatsächlich erschien mir der Verunglückte mit seinen Spinnrädern im Traum wieder. Unser Gespräch verlief dabei so viel intensiver als in den vorausgegangenen Träumen. Es war, als ob wir uns in Wirklichkeit gegenüber sitzen würden. Aus dieser geistigen Nähe sagte der Verunglückte zu mir: Ich bin der Mann vom Wasserfall. Ich wusste von der Heilkraft des Wassers, habe es aber nicht geteilt. Deshalb sitze ich heute noch hier. Führe Menschen, die im Herzen, in der Seele traurig sind, zu diesem Wasser. Er zeigte dabei wieder auf seine Brust und fuhr fort: Die Menschen sollen von dem Wasser bewusst trinken. Ich weiß von Bernadette, das Wasser hat die Schwingungen, die sie braucht. Sie soll es bewusst trinken und es wird ihr helfen. Nachdem Georg diese Worte gesprochen hatte, wachte ich auf. Am Nachmittag ging ich zu Bernadette und riet ihr, regelmäßig auf die Mooshofalm zu gehen und aus der Quelle zu trinken. Geh zum Wasser und probiere es aus, sagte ich. Auch wenn ich dachte, die Leute könnten mich für verrückt halten, war ich davon überzeugt. Deshalb wiederholte ich nachdrücklich: Geh hin zu dem Wasser und du wirst gesund. Als Bernadette meinen Rat hörte, wurde sie etwas munterer. Sie sagte aber, dass sie sich etwas vor der Mooshofalm fürchtete. Sie fragte mich, ob ich sie nicht dahin fahren könnte. Da ich am nächsten Tag das Dorf wieder verlassen musste, konnte ich ihrer Bitte nicht entsprechen. Ich versprach ihr aber, dass ich meinen Vater bitten werde, sie zu begleiten. Nach diesem Gespräch ging mein Vater regelmäßig mit Bernadette auf die Mooshofalm, wo sie das Quellwasser
mit Bedacht trank. Nach jedem dieser Ausflüge telefonierten wir miteinander. Sie fühlte sich von Woche zu Woche besser. Am Ende des Jahres hatte sich ihre Stimmung so stark gehoben, dass sie wieder einer geregelten Arbeit nachgehen und sich an ihren Töchtern erfreuen konnte.